Ja, howdy ho Leute, ich bin's wieder, Alex von Aquifels Filmecke und ja, heute möchte ich euch ein Mediabook präsentieren und zwar das Night of the Living Dead Mediabook, sorry fürs Blenden, von Nameless. Ich bin ja mal echt gespannt, ne, ob das den Hype wert ist. Ja. Und zwar war ja bei diesem Mediabook, ich bin ganz froh, dass ich bei den fucking Freaks bin, sonst hätte ich gar nicht mitgekriegt, dass das am 9. April, glaube ich, in den Verkauf ging. Und ja, ich sag mal so, viele Leute haben die Servereinstürze ja mitbekommen. Das muss ich mal hier schnell schauen. Zack. Und ich hatte echt noch Glück. Ich habe eins noch ergattern können, ne, für den normalen Listenpreis. Und naja, es ist halt hier auch ein bisschen kritisch, man muss es klar sagen, das Ding, das war ja blitzschnell ausverkauft und ja, ne, noch bevor überhaupt der Release-Termin angekündigt war, ne, ist das Ding dann ausverkauft gewesen und wir hatten bei eBay dann tonnenweise Angebote, ne, statt für 34 Euro, ja schon für 60 Euro, für 70 Euro und so weiter und so fort. Deswegen echt glücklich, dass ich das hier noch erwischt habe. Und ja, ich habe mich hier für Cover D entschieden. Also erstmal, weil es nur noch Cover B und D gab. Aber ich fand das hier sowieso sehr schick. Wäre eh mein Favorit gewesen. Von daher Glück gehabt. Aber gut, ja, erstmal so von außen. Erster Eindruck. Ich finde das so, sieht ganz gut aus. Wie gesagt, ich mag das Cover. Finde ich auch cool, dass hier so ein bisschen normales Mediabook ist und das Night of the Living Dead und dieses Ganze hier so ein bisschen foliert ist. Ich finde, das sieht so richtig schön retro aus. So hätte auch eine Videokassette aussehen können. Ne? Also gefällt mir sehr gut. Ne? Hier hinten auch sehr geil. Ich halte das mal ran. Ne? Man sieht hier diesen 18er Flatschen, den ganz klassischen. Ne? Keine Vermietung oder Verkauf an Kinder und Jugendliche. Und hier auch nochmal die Limitierung. Ne? Die sieht man jetzt, glaube ich, nicht so gut. Vielleicht gleich in der Draufsicht, in die ich ja, jetzt auch tatsächlich gleich gehen möchte. Ja, dann schauen wir uns das gute Teil mal an. Wie gesagt, hier das Cover. Cover D gefällt mir sehr gut. Ich gucke mal, ob ich euch hier so ein bisschen die anderen Cover-Varianten mit einblenden kann. Ja. Und ja, dann schauen wir hier hinten nochmal drauf. Ne, also ich gehe mal ein bisschen näher ran. Nach fast 30 Jahren erstmals uncut und in HD. Da war ja auch lange Zeit beschlagnahmt in Deutschland, der Film. Ne, die Handlung, man kennt es. Ne, nochmal zu Savini. So, hier die Limitierung blendet einen ganz schön. Das könnt ihr tatsächlich kaum erkennen, das ist Nummer 387. Ja, was haben wir denn an Special Features hier drauf? Die sind hier. Audiokommentar vom Regisseur, ne, von Tom Savini halt, Trailer und Making-of. Making-of bin ich echt mal gespannt. Aber gut, wir wollen ja auch mal hier reingucken. Ne? Interessant ist ja auch mal das Innenleben von so einer Edition. Ja, zack. Ja, ne, hier die Blu-ray. Hier auch ganz klassisch die DVD. Na, das sieht ja aus hier. Na, und ja, das Booklet. Na, so sieht das dann aus. Dahinter finde ich auch sehr schön. Na, das scheint auch die Szene aus dem Remake zu sein, aber halt in Schwarz-Weiß gehalten, in Anlehnung an das Original. Finde ich sehr cool. Sehr, sehr cool. Na, auch, dass man da ein durchgängiges Bild hat. Ja, dann schauen wir hier mal ins Booklet. Night of the Living Dead. Die Rückkehr eines Filmklassikers auf die Leinwand. Ja, hier Szenen aus dem Film natürlich, dazu dann auch eine Menge Text. Oh, hier, ne, das Cover dazu, Nacht der lebenden Toten. Ne, Original versus Remake and the winner is, ne, so ein kleiner Vergleich hier zwischen dem Remake und dem Original. Ne, beides sehr geile Filme, zumindest so wie ich gerade hier den in Erinnerung habe. Es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Finde ich auch so ganz schön aufgemacht hier, ne, mit dem Text zwischendrin, dann diverse Cover, Bilder. Ne? Ja, so sieht's aus. Tom Savini, der Effekte-Zauberer. Ja, ein bisschen was über Savini. Der ja als absoluter Effekte-Wizard gilt. Ne? Und hier ja auch Regie geführt hat. Ja, finde ich designtechnisch ganz schick gemacht. Ne? Hier mit den Bildern und der Text, das ist gut eingearbeitet. George A. Romero, Vater der Untoten. Ne? Hab, wie gesagt, hier jetzt natürlich noch nichts reinlesen können, aber so von den Überthemen Tony Todd, der Candyman. Oh ja, Tony Todd sehe ich sowieso gerne. Hier natürlich auch eine klasse Besetzung. Ja, finde ich aber cool, dass man das gut eingearbeitet hat und scheint auch sehr informativ zu sein. Ja,
Tom Towles, ja, der ja inzwischen, wenn mich gerade nicht alles täuscht, leider schon tot, hat, wenn mich nicht alles täuscht, auch in Blood in, Blood Out mitgespielt. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, aber ganz andere Richtung. Ja, Patricia Tallman, Schauspielerin und Stuntfrau. Ja, interessantes rund um Original und Remake. Da gucken wir mal ganz kurz rein. Na, der im Originalfilm Johnny, ne, taucht in Savinis Remake auf. Als Sarah ihrer Mutter Helen in den Hals beißt, sieht man Blut auf eine Gartenkelle, die an der Wand hängt, spritzen. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf Romeros Night of the Living Dead. Ja, scheinen also nur ein paar Fun Facts dabei zu sein. Na, hier auch nochmal Text, auch gut lesbar, muss man sagen. Na, das ist ja mal schwierig, wenn man es in Bilder einarbeitet. Ja, und da sind wir auch schon durch. Na, aber wie gesagt, sieht ganz interessant aus, das Booklet. Muss ich auch mal schön reinschauen. Scheinen ein paar nette Informationen mit drinnen zu stecken. Ja, Collector's Edition. Also ich finde, das sieht gut aus. Das gefällt mir so. Ja, definitiv. Also insgesamt ein schickes Mediabook. Ne, nichts, was jetzt komplett aus der Reihe tanzt, aber ist eine schöne Umsetzung des Klassikers. Und ja, ne, wie gesagt, klar, um die Begleitumstände kann man jetzt diskutieren. Muss man nicht mögen. Bin ich selber auch nicht unbedingt immer so ein Fan von, aber darum soll es ja hier nicht gehen. Es geht ja erstmal darum, wie ist diese VÖ. Und wie gesagt, die gefällt mir soweit. Na, wie das Bild und so ist, das muss ich dann tatsächlich noch schauen. Und ja, ich möchte mir den Film jetzt tatsächlich auch recht zügig anschauen und euch jetzt gleich dann noch berichten, wie er mir nach, ich will jetzt nicht lügen, sicherlich 15 Jahren, die ich ihn nicht gesehen habe, wie er mir noch gefällt. Ja, jetzt war er im Player. Jetzt ist das Mediabook schön hier in einer Folie, Schutzfolie. Ja, wie hat mir Night of the Living Dead 1990, das Remake von Tom Savini, gefallen? Ich mache es hier an der Stelle ganz kurz, erstmal kurz. Hat mir gut gefallen. Ist ein guter Film, ist ein cooler Zombie-Film, definitiv. Ist er so ein unendlich riesiger Klassiker wie das Original? Hm, natürlich nicht. Muss dazu sagen, das Original hat damals das Zombie-Kino revolutioniert. Ne? Das erste Mal, dass wir richtig fleischfressende Zombies hatten. Ne? Es war für die damalige Zeit recht brutal, auch wenn das Ganze in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Es ist ein sehr spannender und atmosphärischer Film, das Original. Gesellschaftskritisch, alles mit drinne. So, und jetzt macht Savini hier ein Remake und dass man das 1990 macht, ist vollkommen in Ordnung, weil ja, durch Dawn und Day of the Dead hat Romero das Ganze natürlich nochmal getoppt. Aber ja, Night wirkt natürlich auch ein bisschen älter, weil er nur schwarz-weiß ist und ja, inzwischen kannte man das Zombie-Kino und da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Krawum erwartet. Und deswegen nochmal so ein Remake zu bringen, warum nicht? Das Ding ist, dass Savini hier sein Langspielfilmdebüt gegeben hat. Man hat natürlich dann auch erwartet, dass gerade Savini, der so ein Effekte-Maestro ist, hier ein bisschen in die Vollen geht. Und der Film ist definitiv nicht unblutig. Ne? Warum er so lange beschlagnahmt ist, war wahrscheinlich eher wegen dem Titel und weil es um Zombies geht, nicht weil der Film an sich das jetzt wirklich gerechtfertigt hätte. Ja, er ist blutig. Er ist auch etwas blutiger als das Original. Ne? Vor allem auch, weil das Ganze in Farbe jetzt stattfindet. Aber ja, ich hätte mir noch erwünscht, dass Savini da ein bisschen weitergeht und noch ein bisschen mehr Krawum reinhaut. Weil letzten Endes bietet Night of the Living Dead hier nichts, was wir nicht in Dawn, Day und in tonnenweise anderen Zombie-Filmen ja auch schon gesehen hätten. So, was das Ganze als Remake angeht, ne? Savini hält sich natürlich an die Handlung. Ne? Spielt die überwiegend auch sehr, 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 sehr ähnlich ab. Gibt natürlich ein paar kleine Änderungen, auch in den einzelnen Szenen, ne, wo man dann merkt, Savini kennt das Original und spielt hier auch ein bisschen mit den Erwartungen. Das ist clever gemacht. Ja, ne, die Sozialkritik geht nicht verloren, aber sie ist halt auch ein bisschen runtergefahren im Vergleich zum Original. Und ja, auch wenn der Film durchaus spannend gemacht ist, es kommt leider nicht die Atmosphäre des Originals auf. Und das ist dann hier auch mit der größte Faktor, wo ich sage, ist ein netter Film, der ist gut, der macht Spaß, aber er kommt nicht ans Original ran. Es ist halt auch vor allem die Atmosphäre, die ja hier nicht so ganz aufkommt. Und ich denke mal, das wäre beim Original, wäre das in Farbe gedreht worden oder hätte man das in Farbe gesehen, vielleicht ähnlich gewesen, dass da die Atmosphäre flackend drunter gelitten hat oder hätte. Naja, wie gesagt, ne, ich wollte mich ja kurz fassen, kurz Review quasi nur nach dem Unboxing bieten. Also, wie gesagt,
schickes Mediabook, auch ein guter Film, aber es ist jetzt halt, ja, von diesen ganzen großen Zombie-Klassikern sicherlich einer, den Fans lieben und den Fans unbedingt auch haben wollen. Ja, der aber, ich sag mal, auf der Must-See-Liste nicht ganz oben steht, was die Zombie-Klassiker angeht. Ne? Klingt jetzt negativ, aber wie gesagt, es ist trotzdem ein cooler Film, ne? Der halt einfach nur hinter dem Original auch ein bisschen zurückstecken muss. Und hinter Day und Dawn und, na gut, Land of the Dead nicht unbedingt. Also sind wir ehrlich, Romeros Filme und gerade die alten drei sind natürlich noch eine andere Ebene, eine andere Liga. Aber für ein Regiedebüt, gerade von Tom Savini, wie gesagt, ein bisschen blutleerer als erwartet, aber definitiv auch sehr, sehr gelungen. Und wenn ich mir angucke, was andere Leute an Filmen rausgerotzt haben, auch im Zombie-Bereich, ja, merkt man, dass mit Savini natürlich ein Profi am Werk war. Damit bin ich aber jetzt an der Stelle auch durch. Ich hoffe, euch hat das Unboxing plus ja, Kritik gefallen. Ne? Und ansonsten, ja, wie immer, bleibt gesund, schaut das nächste Mal wieder rein und bis dann.